ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Süchen, wir spielen heute wieder eine wunderschöne Death Run Map und zwar 400 plus Level Easy Death Run. Es soll eine leichte Map sein. Wir schauen uns an, ob es wirklich so leicht ist oder doch vielleicht normal oder schwer. Wir schauen an, wie viel XP es gibt, denn es soll XP für den Season Pass geben. Wie viele XP, wie hoch sie sind, ob es sich rendiert für den Season Pass, dass man die Map mehrfach spielt oder nicht. Wie der Aufbau der Map ist, ob sie abwechslungsreich ist oder nicht. Und ja, Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Das ist Standard bei mir, damit ihr die Maps ja auch spielen könnt. Wenn euch solche Videos von mir gefallen, zeigt es mir gerne mal mit dem Daumen nach oben. Denn dann weiß ich, ich mache weiter solche Videos, wo ich Maps vorstelle, wo man halt natürlich XP bekommt. Und hier steht es auch, alle 5 Minuten XP und für alle 10 Level gibt es XP. Sehr schön. Ich spiele natürlich auch privat, denn ich möchte für mich alleine in Ruhe spielen. So, und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Spiel starten. So, yo, Creator Apfel. Okay. Fängt ja schon mal gut an mit Bodenplatten hier. So, für die Coins keine XP. Okay. Aber alle 5 Minuten und alle 10 Level soll es XP geben. Das werden wir gleich sehen. Uiuiui, ist Sprinten eigentlich aktiv? Nein, Sprinten ist nicht aktiv. Dann ist auch kein Klettern aktiv. Schade. So, 10 Level, 300 XP. Ja. Das geht. Bei 400 Leveln rentiert sich das tatsächlich. Jetzt müssen wir mal sehen, wie es ist, wenn 5 Minuten rum sind. So, bis jetzt ist es eigentlich noch recht easy. Obwohl ich mich bei solchen Wandfallen gerne auch mal schwer tue. So, wieder 10 Level. Ach komm, das reicht doch locker. Da ist doch definitiv ein Level Up im Season Pass drin bei mir heute. Diese Dinger mag ich überhaupt nicht. Und da habe ich mich verschätzt. Okay. Auf ein neues. So. Nice, nice. Bis jetzt ist es recht einfach. Kann ich mich noch nicht beschweren? Da waren wieder 10 Level rum. Schön, schön. Mann, das ist doch recht einfach hier alles. Die
Design ist ja einfach alles in Blau. Es könnte besser sein. Muss ich ehrlich sagen. Es könnte Farm vorgestaltet werden. Gleiche. Wenn das echt 400 Level so weitergeht, dann wird das eintönig. Was war denn das? Okay, ohne drauf zu springen. Merkt euch das, wenn ihr die Map spielt. Ihr könnt mir gerne Map-Codes in die Videobeschreibung schreiben. Maps, die ich testen soll, die ich spielen soll, die vielleicht sogar ihr selber entwickelt habt. Das würde mich echt freuen. So. Oha, das war mal cool. Na, da möchte ich ungern reinfallen. Ich hab den Überblick verloren. Bei wie viel Level sind wir? Level? Ja doch, bei wie viel Checkpoints sind wir denn jetzt schon? Oha, es gibt sogar schon mehr XP mittlerweile. Cool. Oha, das war knapp. Ditte war gerade echt knapp. Oh, 5 Minuten 800 XP. Ey, das wird ja immer mehr für alle 10 Level. Also Level Up ist definitiv heute noch bei mir drin hier, hä? Nice, nice. Auch wenn die Map nicht allzu farbenfroh ist, Spaß macht sie trotzdem. Die ist nämlich auch, ja, kann man sagen, was für Anfänger. Also für alle, die das erste Mal eine Jump'n'Run-Map spielen. Spielt die, hier lohnt sich's tatsächlich. Und vor allem wegen den XP. Oh Gott. Jetzt wäre ich fast reingerannt. Nein, und ich bin reingerannt. Was ein Fail von mir. Oh, schon wieder. Willst du mich verarschen? Warum? Mann. So, aber jetzt. Ja, ich habe keine Falle gesehen, okay. Aber hier ist einer. Hoho. Okay. Was ist das hier? Schön, dass die Wände auch nicht so hier weit nach außen gucken. Kann man schon rumlaufen. Aber wartet mal, für alle 10 Level, das heißt, das sind Bonus-Dinger, die uns dann
mehr XP geben. Nice. So, ist keine Falle. Okay. Ich muss sagen, die Map lohnt sich von den XP her. Also, kann man hier was sehen? Wir sind bei 100. Sie haben schon 125 Checkpoints erreicht? Kommt mir gar nicht so vor. Wollen wir mal rechnen jetzt. Gehen wir von 500 XP aus. Es gab ja etwas über 500 XP zum Anfang. Bei 100 Leveln wären das 5000 mal 4 wären wir bei 20.000. Hallo? Hallo, ich will da hoch. Ich will da hoch. Geht doch. Wären wir bei 20.000. Jetzt gehen wir mal von 600 Leveln für alle 5 Minuten aus und wir brauchen ungefähr, ich sag mal 50 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten A 500, 10 Minuten wären wir bei 1000, wären wir auch nochmal bei 5000, und was hatte ich vorher ausgerechnet, 20 wären wir bei 25.000, also ich denke mal so 30.000, 35.000 XP wird man hier schon bekommen. Das rendiert sich tatsächlich dafür, dass man hier einfach ein bisschen rumrennt. Und Münzen einsammelt. Oh, hahaha, das war knapp. So. Ja, also man kann wirklich mit 30.000, 35.000 XP hier rechnen. So. Da habe ich keine Falle gesehen. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Alter, da kannst du Kirre im Kopf werden. Das hier hat man doch schon mal. Mhm. So. Keine Falle dieses Mal, okay. So. Ich sag mal so, solange keine. Ach du Scheiße, keine Deckenfallen kommen, ist alles gut. Oh, ich hab's geschafft. Nein, das habe ich nicht geschafft. Oh Mann. Aber jetzt. Aha. Und wir haben es geschafft. Tausendvierhundert mittlerweile. Was habe ich gemacht, dass das so viel ist? Ich spiele doch ganz normal. Aber okay, ich beschwere mich nicht. Jetzt können wir sogar von mehr XP ausgehen.
Da sind wir schon knapp bei 40.000. Das ist ja schon ein halbes Level im Season Pass. Nice. Nice, nice. Da beschwere ich mich halt einfach mal überhaupt nicht. Okay. Machen wir es halt so. Secret gibt es hier leider keine. Das finde ich ein bisschen schade. Mist. Hätte klappen können. Machen wir es halt so. Okay, jetzt gab es tatsächlich weniger XP, aber okay. Oh, Alter. Dies war gerade knapp. Ach komm, hier ist eine Falle. Ich wusste es. Das ist immer voll das Lieblingsversteck für die Map-Entwickler. Aber ich muss sagen, die Map hat bis jetzt ein dickes Plus verdient von mir, weil keine Deckenfallen bis jetzt gekommen sind. So. Aber die Farbe ist ein bisschen eintönig. Also alles Standardblau ist, ouch, echt ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Wie viel haben wir denn? 237. Also etwas über die Hälfte müssen wir schon haben, ne? Nun ja. War da jetzt ein Eilverwandt? So. Das ist gerade voll entspannt hier. Ja, fehlt nicht mehr viel. Ja, da ist das Level Up im Season Pass. Nice. Oh, ich bin schon Level 175. Wo gibt's denn sowas? Okay, die XP werden mal mehr, mal weniger. Aber das stört halt überhaupt nicht bei der Map. Die rendieren sich trotzdem. Okay. Darauf muss ich jetzt einen Schluck Kaffee trinken. Jeden, den stört. Tschüssikowski. Hier ist nichts versteckt, okay. Mhm. Okay, jetzt sind es 10 Level und es gab wieder mehr XP. Creepy. So.
Okay. Jetzt warten wir, würfeln die Leuchten dran. Okay, ja. Aber trotzdem ist die Farbgestaltung mir zu monoton. Holy. So. Okay. Da müssen wir ja fast alles haben hier. Ich bin gespannt, ob es am Ende noch mal irgendwelche Bonus-XP gibt. Auf jeden Fall macht mir die Map Spaß. Das ist wirklich mal so eine Map für zwischendurch. Nicht zu weit. Sonst fällst du noch runter, Eivor. Okay, jetzt gab es so 200 XP. Das variiert aber ganz schön. Zwischen 200 und 1003. Das ist... ja. Die lohnt sich trotzdem, die Map. Also dafür, dass man hier rumrennt, ein bisschen rumspringt und nichts tut und dann so viel XP für den Season Pass kassiert. Das ist total entspannt. So könnte man, wenn man sich den Season Pass jetzt erst holt, locker 20 Level machen. Wir sind durch. So wie es aussieht. Hallo? Nee, noch nicht ganz. Also was mich bis jetzt an der Map freut, ist wirklich keine einzige Deckenfalle. Die kann ich auf den Tod nicht ab. Sei es Giftfallen, Stachelfallen... oder irgendeine andere Deckenfalle. Mitkommen. Also da hat sie definitiv von mir einen Pluspunkt verdient. Haha, ausgetrickst. Den Seiten- und Bodenfallen kann man leicht umgehen, wie man sieht. Nein. Oh, Schwein gehabt. Schwein, Schwein, Schwein. Oh, jetzt geht das hier wieder los. So. Zu wenig Anlauf. Auf ein neues. Look up. Mach mal. Oh nein. Da bin ich ja aus jeder Himmelsrichtung einmal aufgespießt worden. Nein, schon wieder. Die Eivor auf sowas steht. So. Mhm.
Danke. Ich mag diese Eisschuhe nicht. Hi. Oh Gott. Nein. Scheiße. Da hat's mich doch tatsächlich erwischt. Und geschafft. Schon wieder 1300. Also, ja. Ich beschwere mich da nicht. Okay. Was war denn das? Was war denn das, bitteschön? Vor allem. Ah ne, look down, Tatsache. Ich dachte, da steht look up. Das war knapp. Oh, das war auch knapp, muss ich sagen. So, was ist hier? Skip Level, warum? Hä? Das verstehe ich nicht. Ach, Bounce-Kugel! Okay. So. Oh, wir haben es geschafft. Aha. Okay. Das war ja recht einfach. Kann ich? Ja, ich kann da drauf. Okay. Irgendwie war mir das klar, dass da wieder eine Falle versteckt ist. Achte mal, wir sind bei 390 Leveln? Das kommt mir gerade definitiv schon mehr vor. Oh, keine Deckenfallen. Schön. Oh nein! Hoho! Oh, erwischt! Okay, das ist chillig und einfach. Und 6 Leute sind durch. Geil. GG Room und back to start. GG Room. Yeah. Oh, hier gibt es noch ein paar schöne Maps. 600 Level. Die werden wir vielleicht auch noch aufnehmen. 420 Level plus. Nee, 300 Level. Ja, klar, warum nicht? Da weiß ich doch, was ich als nächstes aufnehme. Also, Map an sich total einfach. XP-Verteilung Bombe. Also, man kriegt wirklich, ich sag mal, zwischen 30.000 und 45.000 XP. Ist voll gut. Reicht eigentlich komplett aus. Farbgebung, ja, gut. Es könnte mehr Farbabwechslung drin sein. Aber ansonsten, die Map ist echt was für Anfänger. Und die, man kann hier gut XP sammeln. Und ja. Ja, dafür kann man das hier, ja, dafür würde ich tatsächlich einmal das hier machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Das zeigt mir, dass ich mehr solcher Videos machen soll. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.